Lerner. Leroy Jenkins. Tobi, ich hab die ganze Nacht durchgepennt, Alter. Ich hab nichts geschrieben. Du bist doch mein Anwalt, mach du das doch einfach, komm. Mein Kopf drum, Baby. Ich kann wirklich nicht. Der verdammte Tiger, wir müssen doch irgendwie einen Weg rausfinden. Meinst du, der kann uns. Ja, kann uns. Warte mal. Soll ich das mal mit Balui versuchen? Ja, versuch's mal. Vielleicht kommuniziert er ja. Balui, wenn du mich hörst. Balui! Tobi! Balui, komm, hilf uns! Hilf uns, Balui, bitte schnell! Hat's funktioniert? Er ist weg. Hast du ihn gehört? Balui? Ich habe ihn ganz kurz ich hoffe mal, er hat mein. Oh Gott, da sind die schon wieder. Oh Gott, da ist er wieder. Oh nein. Was? Ey. Die reden nicht mit uns. Hallo? Die füttern den Tiger. Halt Abstand. Nicht, dass sie durchspringt. Was ist der? Tobi, ich weiß es nicht. Das, oh hallo, Gott, Revi. Oh, was? Hallo. Was? Nein! Warte! Ich weiß eure Zeit, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ich weiß. Ich hab. Wir haben gerade Langeweile, um ehrlich zu sein. Nein, warte. Wir sind an dem Brief. Ah, bist du ver. Hör auf, uns mit Sachen zu beschießen, Felix. Was ist denn mit dir? Felix, hör mir zu, du bist so talentiert. Du kannst sogar ein Teil der Stadt werden. Ruhe. Die Stadt kann mir nicht das geben, doch was die Bruderschaft. Wir können dir alles geben, was dich. Hey. Petter, so. Lass mich gehen. Nein. Wir haben Langeweile. Mach zu. Mach die Tür wieder auf, bitte. Nein, mach nicht auf. Ich muss mir die Beine etwas vertreten, bitte. Nein, lass ihn in Ruhe. Hat er dich gerade ernsthaft gefragt, ob du die Tür aufmachst? Bitte, gib uns. Wir haben den Brief soweit fast fertig. Wir brauchen nur noch ein paar Minuten. Wir haben noch viel Zeit. Ihr habt genug Zeit, ihr habt Stunden noch Zeit, aber wir haben Langeweile. Wir haben einfach nur Langeweile. Ihr könnt uns doch nicht jetzt foltern einfach. Doch, das macht Spaß. Doch, das können wir, siehst du doch. Wir können machen, was wir wollen. Wir sind lass frei. Uns hier doch einfach raus. Nein. Können wir uns nicht bitte irgendwo mal kurz hinsetzen? Nein, da vorne ist noch eine Bank oder so. Ihr könnt euch doch auf den setzen. Nee, mein Freund. Die. Was machst du mit deinem Alibaba? Wenn ihr nicht das tut, was wir euch gesagt haben, wird Alibaba euch verspeisen, weil er weg ist. Nein. Patrick, es bringt dir. Was machst du hier, Felix? Hör auf damit! Du bist ein kleiner Süßer. Ihr könnt ja ein bisschen da drüben entspannen, Alibaba. Wenn ihr wollt. Nein. Kleiner dreckiger Bastard! Nein. Ich hasse euch! Ah, jetzt hast du es gerade gesagt. Da, bisschen Fleisch. Mein Freund. Lass uns gehen! Wir lassen mich gerade ernsthaft geschwein. Verschwinden! Wir lassen die jetzt einfach. Komm, lass uns. Verpiss dich, Mann! Verpisst euch alle! Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Ihr werdet noch sehen. Du besonders, Felix, du bist der größte Verräter von allen. Nein, ist er nicht. Er ist treu. Verpiss dich mit deinem scheiß Tiger! Ah! Ah! Dieser scheiß Tiger! Er hat mich. Komm, Baby, geht's dir gut? Komm! Alles gut. Mann! Pass auf! Dieser Schädel, ich bin ohnmächtig. Sind die weg? Ja, sie sind weg, aber was ist jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kann auch das. Hallo! Helft uns doch! Balui, wenn du mich gehört. Da vorne steht Pet. Ist das eine Statue oder ist das Pet? Ich kann das nicht ausmachen. Mir ist so schlecht. Ich sehe es nicht. Tobi, wir werden hier, glaube ich. Tobi, hör mir zu. Das kann unser Ende sein, Tobi. Es soll hier nicht enden. Tobi, es kann. Das. Wir müssen uns irgendwie wehren. Wir müssen irgendwas machen. Was sollen wir denn tun, verdammt nochmal? Wir kommen hier nicht raus. Ich weiß es nicht. Ich kann mir irgendwie. Ich kann das hier nicht durch. Mann, hier ist eine Barriere. Wir kommen hier einfach nicht durch. Tobi, pass auf, lass uns. Ich habe auch nicht mehr so viel Essen. Ich auch nicht mehr. Das Problem ist, wenn wir den Brief jetzt nicht fertig. Gib mir das Ding. Balui hat zwar eben reagiert, aber ich glaube nicht, dass er kommen hört. Mann, er weiß nicht mehr, wo wir sind. Liebe Stadt, wir sprechen aus Verzweiflung zu euch. Holt uns. Hallo, Baby. Hier, was? Hallo? Baby, Balui. Was? Wie seid ihr denn hier reingekommen? Balui, ich hab dich gehört. Ja, ich weiß, die Drachenverbindung, das hat wirklich funktioniert. Ja. Die Verbindung ist direkt wieder raus. Ich weiß nicht, bau das hier ab. Ich hab keine Waffen, nichts. Was, ich hab nichts. Da was für. Die haben es alle weg. Geh mal auf Seite, Balui. Oh Gott, okay. Kevin, sei vorsichtig. Oh Gott. Kevin, nein, das sind diese Töten. Komm her, wir sind sicher. Ein so ein Ding hier weiter nach vorne werfen. Wir sind hier sicher, komm. Schnell, sonst kommen die wieder. Mach einfach. Geht nach hinten jetzt. Wir sind. Ah, shit. Das hilft nichts. Das hilft ja. Das hilft auch nichts. Nochmal. Hier, ich kann noch. So. Sehr gut, okay. Hilfe, Was ist mit Tobi? Hilf Tobi. Oh Gott, warte, da muss ich noch mal werfen. Da muss ich noch mal hier. Oh Gott. Vorsicht, geh nach hinten, Balu. Vorsichtig, Tobi. Oh Gott. Okay, wo sind meine. Meine Sachen. Hier vorne ist die Kiste. Tobi. Wow, okay. Alles ist da. Balui, das kann doch nicht sein. Die Drachen-Connector hat wirklich funktioniert. Ja, natürlich. Ich bin mit den Drachen verbunden. Ja, aber Balui, ich dachte, dass das bei mir im Gotteswillen nicht mehr funktioniert. Ich meine, wie lange habe ich. Der Urdrache, ich dachte, er hasst.
Egal. Wir haben jetzt nicht mehr zu tun. Was ist das hier? Wie sieht das hier aus? Schaut euch das mal an. Hier. Wir müssen hier raus. Ganz schnell, wir müssen hier raus. Warte, den lasse ich erst noch eine Lektion hier. Balui, was machst du denn? Balui, hör auf! Balui, was machst du? Davon haben. Balui, nicht! Balui! Balui! Was zum Teufel? Bist du? Balui, was ist das? Raus jetzt hier! Wir müssen hier raus, verdammt nochmal, raus! Balui! Jetzt wieder nochmal! Wo geht's denn hier? Ey! Wo geht's hier raus? Hier ist die Leiter! Was ist das hier? Komm schnell hoch! Was zum Teufel? Komm hier raus! Los, schnell, bevor sie kommen! Die wollten, dass ich zurücktrete als Bürgermeister. Die wollten mich umbringen, die Psychopathen. Aber wer würde dich umbringen? Ich weiß es nicht. Ich bin doch gewählt worden. Das kann doch nicht sein. Oh, was ist das? Nein. Mach dir keine Sorgen. Bleibt ruhig. Was ist das? Sie haben einen Drachen oder was? Mein Gott. Hört auf. Was zum Teufel? Ihr habt einen Fehler begangen. Was haben wir gemacht? Ich sehe euch. Wo sind wir? Die Kalkadel, kommt, die entkommen! Ich komme! Was zum Teufel? Wartet! Lauf! Die wollen entkommen! Lauft hinter weg! Weg! Ich hab. Oh Gott! Die sind hinter uns! Warte! Kevin! Komm! Lauf! Ihr dreckigen Bastarde! Ich bin verwundet! Komm zurück! Helf mir nochmal, verdammt nochmal! Helf mir! Helf mir hoch! Ein Bein! Er hat mein Bein getroffen! Geht aus dem Weg! Was ist hier passiert? Hallo! Warum sind wir hier? Hilfe! Die Kugel, warum sind wir hier? Ich muss zurück in die. Mir geht das Ganze gar nicht gut. Ich muss nicht da. Basti! Komm hinter mir her! Kommt hinter mir her! Wer bist du? Wo ist Rebi? Rebi, lauf! Wer sucht mich? Ich weiß doch gar nicht! Ich hab Pettig. Wo sind die? Ja, komm mal her! Oh Gott, mein Schild! Tobi? Tobi, was? Wer redet da? Was war hier? Was ist mein Schild! Oh Gott, alles tut weh! Vorsicht! Wer redet hier noch? Wirf Dynamit auf ihn! Balui, bist du das? Hallo? Balui? Wer ist hier noch? Balui, bist du das? Kommt, Tobi, ja, ich... Wo seid ihr? Komm zur Holzmauer. Fahren wir nicht eben... Warte mal, Tobi. Was ist das denn? Was ist passiert? Ich erinnere mich nur noch, dass Petron uns dieses Ding über den Kopf gezogen hat und dann bin ich ohnmächtig geworden. Warum sind wir hier hingegangen? Was machen wir hier? Balui... Wollten wir nicht Balui opfern? Moment. Ja, wir wollten doch Balui opfern. Wo seid ihr denn? Da vorne seid ihr, um Gottes Willen. Was ist passiert? Was? Warte mal. Die letzte Erinnerung ist, dass Petra mir irgendwas über den Kopf gezogen hat. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Meine letzte Erinnerung ist, dass wir Balui opfern wollen. Ihr wolltet Balui opfern? Nein, Moment, davon weiß ich aber nicht. Petra hat mir irgendwas über den Kopf gezogen, jetzt sind wir alle hier, das muss doch irgendeinen Zusammenhang haben, verdammt nochmal. Balui ist nicht der er zu sein scheint. Warte mal. Hört mir zu. Aber Petra hat... Warte. Ich wissen doch schon. Warte. Ich weiß jetzt wieder. Die haben versucht, mich in ihrer komischen Basis zu foltern. Die wollten, dass ich zurücktrete. Guck mal. Genau, jetzt kommt alles wieder. Schaut euch das an. Schaut hier. Das haben wir alles im Moos Keller gefunden. Irgendwelche seltsamen Substanzen und die Banner der Bruderschaft. Petrit steckt hinter der Bruderschaft. Wir brauchen Fahndungsplakate. Wir müssen sie zur Fahndung ausschreiben. Helft ihr mir da was? Die müssen ins Gefängnis, verdammt nochmal. Die haben versucht, den Bürgermeister zu töten. Ja, aber wir haben dich nicht gewählt. Ihr müsst mir doch helfen. Ihr könntet doch jetzt nicht einfach so stehen lassen. Wir haben auch ein paar Probleme. Ja, dann macht ihr euren Kram, dann mache ich das mit Tobi. Komm, Tobi, wir gehen. Danke, warum auch immer hier seid. Kommt jetzt. Wir haben dich gerettet. Was ist mit unserer Belohnung? Was habt ihr gemacht? Ja, wir wollen eine Belohnung. Ich erinnere mich, dass wir... Dass wir wo habt ihr mich gerettet? Nein, ihr habt mich nicht. Ich erinnere mich an gar nichts. Wir haben dich gerettet, aber... Ich muss jetzt los. Ich muss Petrit fassen mit Tobi. Bis die Tage, liebe Bürger der Stadt. Auf bald. Macht's gut. Genau, ich muss los. Oh Gott, ich weiß... Was für gerettet? Was wollen die von mir? Ich habe gar keine Ahnung. Die haben uns nicht gerettet. Die wollen uns irgendwas erzählen. Vielleicht haben sie recht, wie auch immer, wir da bei Petrit rausgekommen sind. Tobi, wir müssen Petrit zur Fahndung ausschreiben. Wir brauchen Fahndungsplakate. Wir brauchen irgendeine Möglichkeit, diesen dreckigen Penner festzusetzen. Tobi, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine blassen Schema, was geschehen ist. Aber eins weiß ich. Das, was hier gerade zustande gekommen ist und das, was hier gerade passiert, die Sachen, die wir bei Mo im Keller gefunden haben, das ist überhaupt nicht gut, Tobi. Und wir müssen auf jeden Fall hingehen und uns dieser Sache annehmen, wenn du verstehst. Wir
können es auf jeden Fall. Aber wo waren wir? Ich habe keine Ahnung. Verdammt, wir hätten gucken sollen, als wir gelaufen sind. Guck mal, ich habe Blöcke hier. Quarzblöcke. Was hast du? Quarz? Stimmt, ich hab auch welche. Zwei Stück, ja. Und aber, ich habe das hier. Oh, aber warte, schau mal hier. Warte, was Polished Marble. Quarz in das. Guck mal, was ich hier habe. Was ist das? Das sieht aus wie eine kleine Barriere oder sowas. Das ist ein F. Ja. Ich hab. Nimm die Sachen mal mit. Wollen wir die Wir bringen die bei mir in den Tresor. Wir bringen die bei mir in den Tresor, da wo auch die Sachen von Neva sind. Das letzte Stück. Gott, ich muss. Ich hatte immer noch keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Kann das wahr sein, Tobi? Wenn wir das alles hinter uns gelassen haben, dann will ich Neva unbedingt zurückholen. Das kann nicht sein. Ich brauche sie. Ich brauche sie an meiner Seite. Ich brauche sie unbedingt an meiner Seite. Tobi, öffnest du den Tresor? Wir bringen die Sachen ganz kurz da rein. Das. Ja, ja. Oh Gott, was ist geschehen? Ich meine, du erinnerst dich doch auch noch, dass Patrick mir dieses Ding über den Kopf gezogen hat, oder? Und du auch. Du warst bei mir sogar. Ich habe irgendwas gespürt, aber ich weiß nicht mehr, was ich gespürt habe. Schau mal hier, was ich noch alles im Mooskeller gefunden habe. Schau dir das mal an. Die ganzen seltsamen Sachen. Ich habe noch eine Tür, vielleicht. Ich platziere die einfach mal hin. Gottes Willen, ich brauche. Das kann es doch nicht sein. Mein Schädel brummt wie sonst was. Tobi, pass auf, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da geschehen ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Patrick. Der Rote, der war auch da. Und ein anderer mit einem rosa Gesicht. Mit einem rosa Gesicht, ein Kerl. Pass auf, ich würde sagen, Tobi, wir holen uns erstmal eine Mütze voll Schlaf, weil das, was gerade passiert ist, das ist mehr als so verwirrend für mich. Und, ja, ich habe Kopfschmerzen und los. Und dann würdest du dir was ausmachen, wenn du vielleicht bei mir bleibst? Ich hab da ja, ein bisschen Angst. Und vor allen Dingen, die anderen drei wollten mir nicht helfen bei der Festsetzung. Ach, die haben ja auch ihre eigenen Probleme. Aber irgendwer muss sich halt um die Stadt kümmern. Tobi, es liegt mal wieder an uns. Komm. Wie immer natürlich. Wie viel Uhr haben wir? Kann ich mich... Ach, egal. Wie spät ist es? Egal. Wir müssen eh ins Bett. Komm. Oh Gott. Tobi. Bis die Tage. Oh, tschüss.